Was für ein Kampf, Nina. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Kamalm gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend. Sehr beeindruckend, Nina. Jetzt hast du also schon den Pflanzen-, Wasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. TM 38, Irrlicht. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die bei dem Ziel Verbrennungen verursachen. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform. Feueruniform erhalten. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone von Claw City. Hast du ihn gehört? Auf geht's! Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Joa, dann schauen wir doch mal, würde ich sagen. Was? Komm, gehen wir, Nina. Huch. Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Ja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Hey, das ist Kate. Hallo, Kate. Oh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Nina, hopp, meinen Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat, und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Hopp, 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 unser Hopp ist total top und Nina ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Eieieiei. Die Arenaleiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und euren Pokémon, glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Nina. Claw City wartet auf uns. Ich will aber noch gar nicht da raus. Fangesang? Hilfe? Ja, stimmt schon. Ich will hier noch gar nicht raus. Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Nina. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Hallo, meine Pokémon sind auch so stark. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da, wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Nina kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalin bist, dann hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Nina und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Nina, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Ich will noch nicht nach Claw City! So, ich gehe jetzt einfach hier wieder rein.
Weil, wie gesagt, ich wollte noch nicht nach Claw City. Ich wollte erst hier nochmal was erledigen. So, zum einen wollte ich nochmal ins Pokémon Center und meine Tränke und so ein bisschen aufstocken. Weil da hatten wir ja nicht mehr so viele von. So, herzlichen Glückwunsch, das Warensortiment hat sich erweitert. Wunderbar. Ich möchte etwas kaufen, bitte. Und zwar Pokebälle. Ja. Superbälle. Tränke. Einige, bitte. Ruhig so, dass wir erstmal wieder einige auf Vorrat haben. Supertränke bitte auch. So, Gegengift haben wir noch. Feuerheiler haben wir noch. Das haben wir alles noch. Beleber haben wir noch. Schutz brauchen wir nicht. Pokepuppe brauchen wir nicht. So, dann hier nochmal gucken. Bälle, cool. Netzball. Nestball. Brauchen wir alles nicht. Nö, alles gut, alles gut. Unsere Pokémon. Ach, die sind wieder fit, aber ich tausche dann mal Black Leon wieder nach vorne. Wollte ich noch genau mit denen reden? Ach stimmt, nee, das hatten wir schon. Genau, du kannst bestimmt den Namen ändern dort im Pokémon Center links. Ja, mache ich dann auch, aber erst wenn das Glutexo ein Glurak ist. Weil, was soll ich mein Glutexo jetzt Glutexo nennen, wenn es in ein paar Leveln ein Glurak ist. So, dann wollte ich noch was gucken. Hier in der Boutique. So, einmal in die Umkleidekabine bitte. So, hier können wir nämlich die Uniformen anziehen. Zurück. Wasseruniform. Jetzt sehen wir aus wie Kate. Ist das nicht cool? Die Feueruniform ist auch cool. Pflanzenuniform auch. Ich will rumlaufen wie Kate. Sporthandschuh, Wasser. Sporthandschuh, Feuer. So. Brille mit dickem roten Rahmen. Haben wir die denn bekommen? Ablegen. Nehme ich das wieder. Ledertasche. Sportschuh, Wasser. Seitenschleier brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Strickjacke. Grau oder blau. Ja, ich möchte mich so anziehen. Du willst halbnackt herumlaufen? Ja. Möchtest du deine Ligakarte aktualisieren? Auch das bitte. So, wie sieht unsere Ligakarte jetzt aus? Bestimmt cool. Ja, schon. Sehr schön. So, dann können wir uns jetzt darum kümmern, dass wir hier weiterlatschen. Sehen unsere Haare voll kurz aus. Nein, ich ändere die nicht schon wieder. Wir gehen erst in die nächste Stadt und hoffen, dass da mal wieder eine Boutique ist oder so. So, dann würde ich aber tatsächlich sagen, dass wir uns hier in der Naturzone mal noch ein bisschen umsehen. Was haben wir hier drin? Ach, das waren wieder die ganzen Velursis, ne? Was haben wir hier? Das ist so ein Pikachu oder sowas, ne? Brauchen wir nicht. Da unten ist ein... Was? Ach, das will Lucy trotzdem. Okay. Ist das da unten? Ist das wieder die Myraplas? Ja. Manchmal erkennt man das halt auch einfach nicht, ne? So, dann gucken wir hier doch nochmal, was hier so drin ist. Feuerkäfer, das ist ein Thermopod, freue ich.
Da sind die ganzen Schallquaps. Und Felino. Hallo Schallquap. Du erkennst die Pokémon nicht, doch ich erkenne die. Ich weiß nur nicht unbedingt immer aus allen 1000 Generationen die ganzen Namen. So. Geht hier oben noch irgendwas Schönes? Ich weiß nicht, ich fange mir nicht so gerne neue Pokémon hier in der Naturzone. Einfach weil... Keiner. Ich trainiere lieber meine Schwächlinge hoch. So, ein klein wenig Energie. Da sind die Teile. Schallquap, was willst du von mir? Geh weg. So, wir tun einfach so. Ey, da oben fliegt der FM. Wir tun einfach so, als hätten wir das nicht gesehen. Irgendwann müssen wir uns einfach mal voll viel Zeit lassen und hier die Naturkunde vor allem, Naturzone erkunden und ja, da unten ist das Garados, stimmt. Nein. So, ich will nur das Watt einsammeln, oder die Watt. Und ansonsten hätte ich gesagt, machen wir uns einfach auf... Uiuiui, hallo. Machen wir uns einfach auf in Richtung Claw City, wa? Du kannst auch aus Wasser mit dem Fahrrad. Geht das einfach so? Nö, kann ich nicht. So. Huch, hi. Ich will ja eigentlich so einen Krabi haben. Ich mag Krabbis. Aber ich habe jetzt keine Lust, eins zu fangen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen einfach nach Claw City. Und gucken mal, was uns da dann so erwartet. Und mich schon... reizen würde zu wissen, was da unten geht. Aber ich glaube, da kam man von hier aus nicht so einfach hin, oder? Weil hier, glaube ich, einfach runter konnte man nicht, oder? Ah doch, da hinten geht's runter. Diese Velursis, die nerven voll. So, das Ding will ich noch einsammeln hier. Oh, es schneit. Da glitzert. Ein Pokéball. Oh Gott, nee, nicht das Ding. So, schauen wir doch mal, was es hier so gibt. 300 Watt, 2 Sterne. Nee. Nee, muss nicht. Oh, hier laufen jetzt coole Eis-Pokémon rum. Und hier? An dem schleichen wir uns mal wieder vorbei. Die Musik in der Naturzone hier ist einfach voll schön. Ach jo, jetzt sind hier allgemein... andere Pokémon, okay, doch nicht. Hat wieder aufgehört zu schneien. Velusi, sei ruhig. Ey, da oben ist ein Dings. Kann ich das aufheben hier? Ein Pokéball. Schön. Pokémon. Ja, Pokémon. Und Isas cooles Glumanda-Emote. Yay. Können wir hier unten... Ja, genau. Können wir hier unten gerade noch das hier einsammeln? Ein klein wenig Energie. Jupp, wir haben noch mehr Watt jetzt. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Einer. Was hier unten direkt vor Claw City jetzt so spawnt. Weil ich denke mal, wenn die uns hier hinlocken, wollen die damit ja vielleicht sagen... dass die Pokémon hier in der Nähe jetzt so vielleicht
machbar sind für uns. 300 Watt Gift und Unlicht. Brauche ich nicht. Rennt hier noch irgendein cooles Pokémon rum. Nicht so wirklich, ne? Was haben wir denn hier? Was ist das da vorne? Wer bist du? Ein Fukano ist da vorne, aber wir haben ja schon ein Fukano. Was war das? Das so ein, dieses Schneckending da? Ach, hier ist dann gerade wahrscheinlich einfach sehr heißes Wetter, ne? Hier sind überall die Stinktier-Pokémon. Man sieht, ich kenne mich voll aus. Ja, das da meinte ich, nur ein klein. Nee, alles gut. Ich wollte dich nicht stören. Bleib, wo du bist. Kommt mir das nach? Ich hoffe nicht. Ja. Alles gut, ich gehe ja schon wieder. Lass mich bloß in Ruhe. Wie war der Lichterweihnachtsmarkt? Ich war dezent neidisch, als ich gesehen habe, dass du da warst. Ich komme leider erst am 21. Du meinst den 21. Dezember, oder? war wunderschön. Es war brechend voll. Die haben, so wie ich das verstanden habe, schon am Samstag alle Kosten, die sie hatten, quasi wieder reinbekommen. Und so wie ich das verstanden habe, wissen die jetzt schon nicht mehr, ob sie heute überhaupt noch mit dem ganzen kalkulierten Essen und Trinken hinkommen werden. Also es war mega voll. Das war schon ordentlich. So, rennen wir hier mal. Aber sicher doch. Uiuiui, geh bloß weg. Geh bloß weg. Geh bloß weg, Relaxo. Ich dachte, hier hinter wäre jetzt vielleicht... Kommt das? Nein, das kommt nicht. Ich dachte, hier hinter wäre jetzt vielleicht... Was haben wir denn hier? Kätzchen. Noch mehr Kätzchen. Oder essen. Ne. Dich will ich. Dankeschön. Ich hoffe, das ist jetzt nur nicht zu stark. Ein Sneebel. Blacklon ist jetzt auch eher die bescheidenere Wahl. Level 30! Ach gut, wir sind Level 31. Ich wollte gerade schon wieder Kehrtwende. Was macht das nochmal? Und tausche den Platz mit einem anderen Pokémon. Darf ich mir das andere Pokémon dann wenigstens aussuchen? Schauen wir mal. Wenn nicht, hoffen wir einfach mal, dass es Glutexo ist. Ja, ist jetzt gut. Das ist sehr effektiv. Flecklion kommt zu Nina zurück. Ah, perfekt. Ein paar Jahre geben wird. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, hatte ich auf der MPS-Seite gelesen, dass er den Vertrag mit Dortmund bezüglich des Weihnachtsmarkts, glaube ich, jetzt noch 3 Jahre hat. Und danach wollte er, glaube ich, aufhören, so wie ich das verstanden habe, weil der Veranstalter ist ja nicht mehr... Der Allerjüngste. Nein. Manu. Ein Volltreffer. So, ja gut, dann haben wir hier immerhin... Level 31. Elektro Level 30. Ich will aber einen Sneebel haben. Ich tausche jetzt trotzdem mal Glutexo nach vorne. Weil... Nein. Die komische Biene soll bitte weg. Da ist noch ein Sneebel. Ich weiß gar nicht, was mit dem kurzen Ohr ist. Ist das männliche oder das weibliche?
Das weibliche. Nochmal Feuerzahn. Hör auf, mich hier zu hauen. Oh! Perfekt. Nervige Hagelkörner. Pokéball, Superball. Los. Mich nervt das, dass sie sich immer so anpissen. Die sind auf dem gleichen Level wie ich. Und dann kommt hier wieder, du hast hier so, du, da, du bist... Das bricht aus. Das nervt mich. Ich will das fangen. Dankeschön. Man muss sich nur einmal kurz aufregen, dann funktioniert das schon. So, Sneebel wurde gefangen. Ich meine, so ein Level 30er Eis-Pokémon kann man schon mal gebrauchen, ne? Die Superbälle hier in dem Game sind einfach mega schlecht. Ja, irgendwie schon, ne? Und Licht und Eis. Ich finde die Kombination nämlich immer ziemlich cool. In die PC-Box, glaube ich, erstmal. Linkklaue. Das kann erstmal in meinem Beutel, finde ich. So, jetzt muss ich hier nur wieder raus. Biene, Biene. Ich will keine Biene. Bleib weg, bleib weg. Oh Gott, hier war das Relaxo irgendwo, ne? Oh Gott, was ist denn für einer? Geh weg. Muss hier, glaube ich, einmal mittendurch, so wie das aussieht. Ist das da vorne die Eistüte? Ich muss erstmal mein Pokémon ein bisschen heilen. Ich will auch unbedingt noch dieses Pokémon haben, was hier zu dem Kuchen wird. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber ihr wisst sicherlich, welches ich meine. Weil man sich da vor allem die Geschmacksrichtung aussuchen kann, je nachdem, was war das? Ich glaube, je nachdem, wie man den Stick dreht oder so, während sich das entwickelt, kann man beeinflussen, wie das Pokémon danach aussieht, so welche Geschmacksrichtung das dann hat. Das ist, glaube ich, die Eistüte, ne? Eistütchen, komm mal her. Hallo. Na? Gelatini erscheint. Ich finde das ja so niedlich, ne? Es gibt immer so Pokémon in Generationen, da denkst du dir wirklich nur so, warum? Und dann gibt es so Pokémon, da denkt man sich einfach nur, oh, ich hab's kaputt gemacht. Na, egal. So, gibt wieder Erfahrungspunkte. Hallo, ich bin gar nicht da. Don't mind me. Ich renne hier einfach nur durch. Nein, nein, nein. Nein, nein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich will nicht zu dir. Eieieiei. So, Claw City, war das das Ding da hinten? Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Hokusan, ja, davon gibt's 63. 63? Ich kannte jetzt nur 6, glaube ich. Keine Ahnung. Wir sind hier und nach da sollen wir. Also wirklich einmal quer durch die Naturzone? Eieiei. Ist ja schon ordentlich. Lass mich doch einfach hier durch. Hier weg. Noch mehr Bienen-Pokémon. Hey, da hinten ist ein Haus. Da ist ein Pokémon. Was passiert, wenn ich da hinten hingehe? Passiert da irgendwas? Okay, da steht aber einer vor. Hallo. Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzonenfiliale des Pokémon-Horts. Keine Sorge, hier wird genauso fürsorglich mit deinen Pokémon umgegangen wie in unserer Hauptfiliale auf Route 5. Nee, ich möchte nichts abgeben. Und bei dir so? Wie er sich freut, oh mein Gott. Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich an einem großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Kann die Farbe... Ich kann mein Rotom-Rad verbessern? Wenn ich dein Fahrrad aufmotze, lädt sich dein Rotom-Turbo schneller auf. Dafür bräuchte ich aber 1000 Watt. Ja, hier, nimm.
So, nimmst du bald wieder ein NRLi teil, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann ich das noch mehr verbessern? Nee. Da stand noch was von Farbe ändern. Ich könnte sie für dich an Chameleon. Ach so, an. Nee. Nee, alles gut. Ich gehe wieder. Oh, hier waren Pokémon. Die Libunkel und das Dingens. Nee, die will ich alle nicht. Ich möchte jetzt eigentlich einfach nur ganz schnell nach Claw City. Bienen. Oh Gott. Hier ist jetzt wieder voll heiß. Was ist das? Hat Pflanzen auf dem Kopf. Wie stark bist du hier? Ich bin bestimmt jetzt irgendwo reingerannt, wo es viel zu stark ist, oder? Level 30. Okay, damit kommen wir klar. So, haben wir kaputt gemacht. Ich brauche gar nicht unbedingt neue Pokémon fangen. Mir reicht's eigentlich, wenn... Black Leon erreicht Level 32. Schön. Mal hier durch. Was wollte mich da gerade anspringen? Ja, da hinten ist noch so eins. Es gab eben voll XP. Bin nochmal. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was so die Levelanforderung von der nächsten Arena ist. Deswegen schadet das, glaube ich, nicht, wenn wir hier einfach mal ein bisschen trainieren. Gigasauger. Bringt doch noch gar nichts. Ich habe dir noch nicht mal Schaden gemacht. So. Das gibt voll ordentlich XP. Ich bleib hier und trainiere mein Dingens noch, bis es Glurak ist. Na, was kommt da angeschissen? Oh, du. Nee, will ich nicht. Ih! Geh weg, ich mag dich nicht. Gegen dich hatte ich keine schönen Erlebnisse. Da hinten ist noch so ein Gerät. Hier, nehmen wir das. Komm ich, glaube ich, besser dran. Es ist sonnig, ja, das ist wohl so. Machen wir mal nochmal Flammenwurf. Tiefschlag, toll. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Level 33, Alter, wie das abgeht. Wie das abgeht hier. Da hinten müssen... Na? Marakamba erscheint. Entwickelt sich das noch zu irgendwas? Sogar nur auf Level 29. Hör doch auf mit deinem Tiefschlag. Ich glaube, ich muss dem Glutexo mal die Flinkklaue geben, damit es schneller angreifen kann. Das geht schon voll ab hier mit den Leveln. Beutel. Erstmal ein Supertrank auf Glutexo. Dann Fleckleon kann einen Trank haben. So, wo haben wir jetzt die Flinkklaue? Ermöglicht gelegentlich den Erstschlag. Gibt sich irgendwas, was einfach allgemein auf Dauer die Initiative hochumselt? Angriff, bla. Blattstein, bla, 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 bla. Gut, Flinkklaue muss dann halt erstmal reichen, ne? So.
Da ist wieder noch eins. Es ist sonnig. Ja, das ist dann wohl so. Ich glaube, wenn mal irgendeins so ganz knapp am Leben bleibt, aus welchem Grund auch immer, dann versuche ich das durchaus zu fangen. Geh weg. Und noch mal irgendwo eins hier zufällig am Rand vom Gras. Ja, perfekt. Es tut mir leid, das ist jetzt gerade halbwegs langweilig, aber das ist gerade einfach voll das Level-Farm. Das ist voll gut. Aber wir gehen noch gleich weiter. So, hätten wir dieses. Level up. Fleckleon macht auch gleich schon wieder ein Level up. So, Claw City ist da oben. Ich glaube, ich könnte trotzdem gerade nochmal einen Trank verteilen. Einfach damit wir hier nicht umgenatzt werden. Falls wir hier gleich nochmal gegen... Ich könnte mal speichern. Nein, nicht Liga-Karte. Speichern. Speichern. Dankeschön. So, da ist noch wieder Watt drin. Was ist hier jetzt wieder gespawnt? Ich habe Angst. Hier spawnen immer Sachen. Okay, und hier ist jetzt, glaube ich, mehr so ein... Oh, hier schneit es wieder. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah! Was ist das da oben denn? Ich hätte jetzt gerade irgendwie gerne mal eine genauere Karte von der Naturzone, damit ich weiß, wo ich hier weiter lang muss. Karte. Wir sind jetzt hier. Ich glaube, wir müssen... Hier kommen wir, glaube ich... So, bin wieder da, habe wieder WLAN. Yay! Und hallo, Kio, die Apfelsine. Cool. Ich glaube, ich muss da so rechts hoch oder so, ne? So hier und dann wahrscheinlich da so rum, so, ne? Weil hier, das da hier... Nein! Mann, hier, dieser braune Streifen sieht mir irgendwie so nach, Wand oder so aus. Also ich glaube, wir müssen eher hier oben rum. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich gehe trotzdem mal hier oben rum. Ich finde das auch krass, es haben sich voll viele beschwert, dass die Naturzone zu klein ist. Und jetzt renne ich hier so lang und denke mir halt so... Deine Mutter ist zu klein. Also ich finde die schon recht groß. Was bist du denn? Ach, du bist der mit der Schnupfennase. Sneevil, geh weg. Hat die Schnupfennase. Ein Pet-Sneev. Der ist bestimmt zu stark für mich. Tschüss. Muss los. Also wenn... Ist das Mittelaltermusik? Keine Ahnung. Die läuft halt hier. Okay, 43 ist ordentlich. Lore-Plateau. Ja, ungefähr hier wollte ich hin, glaube ich. Wohin genau's? Noch mehr wohin genau's? Da ist ein Kran, Giflor. Ich weiß ja irgendwie nicht, ob wir hier wirklich schon hin sollen. Das ist alles. Ah, ich werde Erdbeerspoon. Danke fürs Hosten. Eieieiei. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden. Und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt. Einschließlich dem von Engine City. Weiter so.
Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, Sie wollen meine Orden sehen, bitte sehr. Danke, Challenger Betis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Der kennt nicht mal deinen Namen. Ich wüsste, welche Pokémon ich hole. Möchtest du wissen, welche? Du kannst mir gerne sagen, welche du dir holen würdest, aber ich hole mir trotzdem immer die mich interessieren. Und nicht, was da vielleicht am besten ist. Oh, so, mal kurz an das hier.